In der folgenden Aufgabe soll eine Wärmepumpe behandelt werden. Mit Hilfe dieser soll Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau T2 auf ein höheres Temperaturniveau T1 gebracht werden. Hierbei gehen wir von einem idealen Wirkungsgrad aus. Gesucht ist die elektrische Energie, die nötig ist, um eine bestimmte Wärmemenge abzugeben. Die Wärmepumpe kann als ideale Carnot-Maschine beschrieben werden. Die niedrige Temperatur wird bei Carnot immer als T2, die höhere Temperatur als T1 bezeichnet. Q2 steht für die aufgenommene Wärmemenge, Q1 für die Wärmemenge, die abgegeben wird. Da dieser Prozess nicht freiwillig abläuft, muss Energie in Form von elektrischer Arbeit zugeführt werden. Laut dem ersten Hauptsatz darf keine Energie verloren gehen oder entstehen. Daher gilt, Q1 plus Q2 plus die elektrische Arbeit ist gleich 0. Die Entropie eines Systems kann nur gleich bleiben oder zunehmen. Da wir hier einen idealen reversiblen Prozess betrachten, ist die Entropieänderung gleich 0. Der ideale Wirkungsgrad einer Carnot-Maschine wird allgemein berechnet durch minus W elektrisch durch Q1 oder T1 minus T2 durch T1. In unserer Aufgabe soll eine Wärmemenge von 100 kJ bei 25 Grad Celsius abgegeben werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die abgegebene Wärme ein negatives Vorzeichen besitzt. Es werden also 13,42 kJ elektrische Arbeit benötigt. Der Wirkungsgrad beträgt 0,134. Es müssen also 13,4% der abgegebenen Wärme durch elektrische Arbeit aufgebracht werden. Da bei dieser Aufgabe die Entropieänderung bekannt ist, gibt es auch noch einen alternativen Lösungsweg. Hierzu werden die Gleichungen der ersten beiden Hauptsätze verwendet.